Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe heute einen Special Guest. Das ist Leonhard Fischer. Leonhard Fischer ist derzeit beim Zukunftsfonds, den er mit dem ehemaligen Bildchef Diekmann gestartet hat. Aber er ist vor allem bekannt in der Bankenszene insgesamt, ehemaliger Vorstand der Dresdner Bank, dann auch nach der Übernahme durch die Allianz in den Vorstand der Allianz gekommen, hat also eine lange Geschichte im Bankensektor hinter sich, ist auch jemand, der über den Tellerrand hinausblickt, und wir wollen heute über A, den Zukunftsfonds sprechen, den er aufgelegt hat, zusammen eben mit Herrn Diekmann, aber vor allem auch über die Lage an den Märkten sprechen, denn da hat Herr Fischer vieles Interessantes zu sagen. Und wir starten vielleicht mal gleich mit dem, was da an den Märkten los ist. Was passiert da an den Aktienmärkten derzeit? Warum steigen die trotz einer Realwirtschaft, die im Prinzip derzeit geradezu kollabiert? Ja, meine Eingangsthese dazu muss sein, dass Sie über Märkte reden, die es nicht mehr gibt. Märkte sind Orte, an denen Angebot und Nachfrage ohne manipulative Eingriffe Dritter zustande kommen sollten und damit sozusagen das, was man eine effiziente Preisbildung ermöglicht. Wir leben aber nicht mehr in einem Marktsystem und insbesondere die Finanzmärkte leben nicht mehr in einem Marktsystem. Das erste Mal wurde das evident 2009 durch die flächendeckende Rettung des Finanzsystems, insbesondere damals des Bankensystems, durch die Zentralbanken und die Staaten. Und jetzt ist es sogar in astronomischer Geschwindigkeit beschleunigt worden in der Corona-Krise. Die Zentralbankbilanzen explodieren. Sie explodieren, weil sie Wertpapiere kaufen. Damit ist der gesamte Markt für Staatsanleihen manipuliert. Wenn Sie den Staatsanleihepreis sehen, hat er mit Angebot und Nachfrage normaler Marktteilnehmer nichts zu tun. Der wird von der Zentralbank festgesetzt. Dann sind Sie einen Schritt weiter gegangen. Sie sind mitten in der Krise. Das ist eine Ausnahme, für mich eine neue Erfahrung, weil 2009 haben Sie wenigstens anderthalb Jahre gewartet, bevor diese Interventionsorgie stattfand, sind sie diesmal schon nach 4 Wochen, also ungefähr in der Woche vom 16. März, sind sämtliche Dämme gebrochen und die Fed hat gegen ihre eigenen Statuten verstoßend entschieden, dass sie auch Unternehmensanleihen kauft. Damit hat sie den Markt für normale Unternehmensanleihen systematisch in dieselbe Manipulation gebracht wie den Markt für Staatsanleihen. 2 Wochen später ist sie hingegangen und hat gesagt, dass sie ebenfalls High-Yield-Corporate Debt kauft. Und das ist ja eigentlich schon eine dem Aktienmarkt artverwandte Form, also liegt ja sehr nah auch von der Rendite am Aktienmarkt. Und dann sind sie hingegangen, und das hat mich dann endgültig schwerst beeindruckt, und haben gesagt, wir kaufen jetzt auch CLOs. CLOs sind die Nachfahren der berühmt-berüchtigten CDOs, die 2008 zur Finanzkrise geführt haben. Das sind also Wertpapiere, hinter denen Unmengen von Krediten stehen, in diesem Falle hauptsächlich auch High Yield und Corporate Debt. Und damit hat die Zentralbank eigentlich alles direkt durch eigenen Ankauf manipuliert, was nicht der Aktienmarkt ist. Aber damit bleibt der Aktienmarkt sozusagen nur noch als Restant übrig, in den dann die überschüssige Liquidität gehen muss. Und darum steigt der Aktienmarkt nicht deshalb, weil sie nach marktwirtschaftlichen Kriterien beurteilen, dass der Markt irgendwie klüger ist als andere und die Zukunft schon sieht. Der steigt ganz einfach nur, weil die Zentralbank alle anderen Märkte so manipuliert hat, dass für den Anleger ja sowieso noch der Aktienmarkt übrig bleibt. Sie hatten vorhin im Vorgespräch gesagt, dass im Prinzip diejenigen, die Gewinner sind, die an Kredite kommen, und diejenigen, die Verlierer sind, die Sparguthaben haben. Ja, natürlich. Wenn Sie ein System haben, das in einem hohen Maße neues Geld schöpft, in diesem Falle also erstmal nur die Zentralbank Geldmenge ausweitet durch die massive Ausweitung der Bilanz. Und Entschuldigung, die Corona begann mit einer Diskussion, bei der Politiker anfingen, über Exponentialfunktionen zu diskutieren, was immer eine gefährliche Entwicklung ist, und haben die Corona-Krankenzahlen mit einer Exponentialfunktion uns gezeigt und haben sie das berühmte, Sie kennen das, Flattening the Curve gemacht. Schauen Sie sich mal die Explosion der Zentralbank-Bilanz der amerikanischen Fed an, dann sehen Sie eine Exponentialfunktion, die ist nämlich innerhalb von 3 Wochen um 2.000 Milliarden gestiegen. Diese massiven Interventionen führen natürlich dazu, dass damit sich die
Geldmenge der Zentralbank ausweitet, dass die Zinsen künstlich niedrig gehalten werden und dass die Zinsen unter das Niveau der Inflationsrate gedrückt werden. Und damit lohnt es sich, Kredite aufzunehmen und anzulegen. Wer das in erster Linie kann, sind die Staaten selber. Das ist in Europa allen voran Deutschland, das faktisch eine unbegrenzte Kreditlinie hat. Und die ganze Diskussion, die sie zurzeit im Euro haben und die Diskussion, die jetzt die Kommission angestoßen hat, hat nur was damit zu tun, dass jeder weiß, die Deutschen haben unbegrenzten Zugang zu Geld, die Italiener nicht. Also gibt es eine Wettbewerbsverschiebung, wenn sie weiter ein System beibehalten, in dem die Deutschen sich diese Corona-Krise leisten können, was gar nicht stimmt, weil wir sie uns genauso wenig leisten können wie jemand anders. Wir leihen uns nur das Geld, um so zu tun, als ob wir sie uns leisten können. Die Italiener können sich dieses Geld nicht leisten. Und darum haben wir jetzt den Einstieg in die Transferunion. Ohne dass die Bürger das mitbekommen haben, findet jetzt die Vergemeinschaftung des fiskalischen Prozesses statt. Und das müssen sie sich überall hinstellen. Also alle, die unbegrenzt an Kredit kommen, sind Gewinner. Und das sind in der Regel Leute mit sehr viel Geld, weil wer viel Geld hat, kriegt auch mehr Kredit. Und dann sind es diejenigen, und das führt übrigens auch zu sozialen Verwerfungen, wenn Sie ein Land wie Deutschland nehmen, wenn im Moment jemand problemlos einen Hypothekenkredit kriegen kann, wird es natürlich jeder sein, der verbeamtet ist. Also alle, die Zugang zu Kredit haben, bei manipuliert negativen Zinsen, bekommen einen Vermögenstransfer zu ihren Gunsten und alle, die keinen Zugang zu Kredit haben, sind die, die die Rechnung bezahlen. Und das hat nichts mit Leistung zu tun und das hat überhaupt nichts mit Marktwirtschaft zu tun. Es ist ein rein manipulativer Fonds. Das bedeutet, dass letztendlich diese Ausweitung der Bilanzsumme, die wir gesehen haben, die FED ist da ja noch einigermaßen in Relation zum BIP, deutlich hinter Japan und auch der Schweizer Nationalbank. Aber die Schweizer Nationalbank können Sie in diesem Fall nicht vergleichen. Die Schweizer Nationalbank, die weitet nicht die Bilanz aus, weil sie Schrott ihre eigenen Anleihemärkte kauft, sondern die versucht verzweifelt eine weitere Aufwertung des Schweizer Frankens, der ja als Devise im Grunde genommen als Goldsubstitut gesehen wird, zu vermeiden und haben inzwischen für 600 Milliarden, also fast für ihr gesamtes Bruttosozialprodukt, einmal ausländische Aktien gekauft. Die haben sogar übrigens interessanterweise, sie legen das sehr clever an, die haben auch massiv in Fangwerte investiert. Die machen das ganz clever. Das ist im Grunde genommen so eine Art norwegischer Staatsreservefonds, den die haben, nur dass die nicht mal mehr Öl exportieren müssen. Denen reicht es völlig, wenn sie irgendwelche Schweizer Frankenscheine bunt bedrucken und dann kaufen ihnen die Leute die ab und sie kaufen dafür Wertpapier. Aber Japan und die Europäische Zentralbank sind zwei Japaner ganz weit. Die Europäische Zentralbank wird aller Wahrscheinlichkeit Ende dieses Jahres ungefähr eine Bilanzsumme haben von 70% des Bruttosozialproduktes der Eurozone. Die sind die beiden führenden Matadoren auf diesem Schlachtfeld. Und die FED kommt langsam dahin. Sie hat ja deswegen Junkbonds oder kauft deswegen Junkbonds, weil sonst der Kreditmarkt eben zusammenbrechen würde. Und vor allem letztendlich die eigentliche Gefahr ja besteht bei diesen BBB-Anleihen. Fast die Hälfte aller Unternehmensanleihen sind sozusagen im letzten Spektrum Investment Grade. Das heißt, die Furcht ist ja da, das hat ja S&P gestern auch gesagt, dass letztendlich eine wahnsinnige Welle an noch Investment Grade Anleihen abrutscht in Junkbond. Und wenn man dann anfängt, den Junkbond-Markt zu stützen, indem man als dicker Wahl-Fed die Junkbonds kauft, dann nimmt man den Investoren natürlich auch die Sorge, dass diese BBB-Anleihen abrutschen könnten in den Junkbond-Bereich. Und das wäre dann gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist die Idee dahinter, dass das amerikanische Kreditsystem, das ja auf einer permanenten Ausweitung basiert, nicht kollabiert, weil dann das amerikanische Geschäftsmodell, das auf höher, schneller, weiter auf Pump basiert, nicht mehr funktionieren würde. Das ist völlig richtig beschrieben, nur weil Sie dabei implizieren, sie macht das, um etwas vom Zusammenbruch zu retten, klingt so, als ob das gut ist. Aber es ist die Abschaffung des Marktes. Das ist genau richtig beschrieben und damit ist der Markt abgeschafft, denn die Idee des Marktwirtschaftes, der Marktwirtschaft ging immer davon aus, dass die Privatisierung der Gewinne erlaubt ist, weil der diese Gewinne erzielt, auch das Risiko zur Gewinnerzielung selber trägt. Und wir haben jetzt, und ich habe das ja auch in meinem Buch beschrieben, 2009 haben wir angefangen, systematisch die Verluste zu sozialisieren und die Gewinne zu privatisieren. Und diesen Einstieg, den haben wir jetzt mit der Corona-Krise in eine neue Perfektion gebracht. Und entschuldigen Sie, dass ich das so hart jetzt formuliere, aber ein System, in dem die unteren 10-20% der Unternehmen, nämlich diejenigen, die Gaststätten oder sonst was betreiben,
also die kleinen Unternehmer im Grunde genommen faktisch alleingelassen, existenziell bedroht sind, während alle Spekulanten, wenn sie auch nur mal einmal anfangen, Geld zu verlieren, und inzwischen reichen schon 2 Wochen fallende Kurse im März, dazu führt, dass die Zentralbank mit dem Geld der Allgemeinheit sagt, unbegrenzt, weil ihr dürft nicht pleite gehen. Ja, was würde denn sonst passieren? Ja, dann gehen die halt alle pleite, dann werden sie nächstes Mal weniger Schulden aufnehmen. Dann ist das System resilienter. Und wir haben halt entschieden, den Markt abzuschaffen. Und jetzt, mal gut, Sie merken aus meiner Argumentation, dass ich dazu auch eine politische Meinung habe. Aber jetzt lassen wir mal die Politik dieser Sache völlig außer Acht. Für jeden Geldanleger, das muss jeder Geldanleger verstehen, das ist die Schlüsselerkenntnis, die Sie brauchen. Denn sonst lesen Sie den ganzen Müll, der in der Zeitung geschrieben wird, darüber, der Aktienmarkt ist zu teuer. Ja, der ist garantiert zu teuer. Das ist aber egal, weil solange die Zentralbank alles kauft, was nicht Aktien ist, bleiben den anderen nur noch die Aktien übrig. Und darum steigt der S&P. Das ist zwar irgendwo pervers, aber es entspringt der Logik der Sache. Also man muss bei der Geldanlage, das kann man fast zynisch formulieren, von drei Kernerkenntnissen ausgehen. Erstens, Cash is Trash. Also um es mal ganz hart zu formulieren, Bargeld ist scheiße. Zweitens, die Assetklassen sind nicht mehr Angebot und Nachfrage unterlegen. Es gibt kein Angebot und Nachfrage. Es gibt auch keinen Markt mehr. Ich würde die Börse nicht mal mehr als Markt bezeichnen. Exakt. Und aus diesem Grunde fließt halt überschüssige Liquidität rein. Und das ist deshalb, weil die Zentralbanken faktisch entschieden haben, dass Pleitegehen im Kapitalismus des 21. Jahrhunderts nur noch für kleine Unternehmen und Normalbürger erlaubt ist, aber nicht für alle anderen. Aber das ist ja eine Art Insolvenzverschleppung, Bankrotterklärung im großen Stil. Man betreibt eine Art Insolvenzverschleppung, indem man letztendlich das Rad weiterdrehen muss. Das hat die Corona-Krise gezeigt. Sonst ist das System am Ende. Also zumindest das System, wie wir es kannten, das sich ja jetzt immer mehr verändert, weg von einem Markt hin zu einem Umverteilungsmechanismus, der letztendlich diejenigen eben begünstigt, die Kapital haben, und diejenigen, die wenig Kapital haben und in Branchen jetzt sitzen, die wenig zukunftsträchtig sind, die gehen über den Jordan, die anderen werden immer reicher. Das wird gesellschaftspolitisch extreme Verwerfungen geben. Nach meiner Auffassung wird es dann so sein, dass die Notenbanken respektive die Staaten diejenigen, die eben aus dem System ausgemändelt werden, in Anführungszeichen die nicht mehr gebraucht werden, letztendlich finanziert, deren Mieten bezahlen wird etc., sodass dann zum Beispiel auch die Situation ist, wenn schon die Staaten letztendlich für die Mieten garantieren, dieser 10, vielleicht 15 Millionen Menschen, die nicht mehr arbeiten, weil deren Jobs nicht mehr existieren, dass dann auch der Immobilienmarkt sozusagen reguliert werden muss, weil der Staat dann sagt, ja, wenn wir schon euch die Mieten garantieren für eure Mieter, dann setzen wir aber eine Mietobergrenze, so wie das jetzt beim Berliner Mietendeckel ist. Das heißt, dieses System greift dann auch auf den Immobilienmarkt über, sodass kein freier Markt mehr wirklich existiert. Ja, aber der Immobilienmarkt ist ja auch kein Markt mehr, auch schon länger nicht. Denn Sie müssen sich doch mal, schauen Sie sich doch mal folgende Sache an. Das ist doch ganz einfach. Der Interventionismus der Zentralbanken, der dazu führt, dass er den Finanzkapitalismus im Grunde genommen, also das Geldverdienen durch Geld, begünstigt und das Geldverdienen durch Arbeit doppelt durch Steuern und anders bestraft. Dieses System führt doch ganz zu einer ganz einfachen Erkenntnis. Wir haben heute eine Riesendiskussion. Führt die Ausweitung der Zentralbanken zur Inflation? Ich gehöre zu denen, die eigentlich, war nie ein großer Anhänger von Inflationssachen durch Digitalisierung und Globalisierung, der glaube, es wird auch Konsumgüterinflation geben. Aber klammern wir das mal völlig aus. Wir haben seit 10 Jahren diese Politik und die Konsumgüterinflation ist überhaupt nicht gestiegen. Was heißt das konkret gesellschaftlich? Für die unteren 50% einer Gesellschaft heißt das, dass sie keinen Vermögensverlust haben, da sie eh kein Vermögen haben und ihr Einkommen durch die sozusagen niedrige Konsumgüterinflation zum partiell, selbst wenn es Transfereinkommen ist, sogar real fast aufgewertet wird. Wenn Sie zu den obersten 1% den obersten 10% der Vermögens- und Geldbesitzer leben, haben Sie sehr hohen und leichten Zugang zu Kredit. Und seit 10 Jahren kaufen sie mit Kredit Immobilien und verzerren damit auch übrigens die Immobilienmärkte.
Und weil nämlich der Zins künstlich niedrig ist, wird natürlich der Immobilienmarkt verzerrt. Und derjenige, der jetzt dazwischen sitzt, nämlich die 40%, die wir als klassische Mittelschicht bezeichnen, die in der Regel in Deutschland auch noch zur Miete wohnen, kriegen ja keine Gehaltserhöhung, die den verzerrten Preisen des Immobilienmarktes entspricht. Darum ist die Regulierung des Immobilienmarktes nicht nur eine, sagen wir mal, sozialistische Erfindung, sie ist faktisch irgendwann unumgänglich, denn wenn Sie einen Markt manipulieren, wie den Geldmarkt und den Kapitalmarkt, damit manipulieren Sie indirekt den Immobilienmarkt genauso wie den Aktienmarkt. Und das ist ja, warum das Geld weiter in die Immobilien und die Aktien geht. Nicht, weil Sie sagen, oh, ich finde den Immobilienmarkt so toll bei einer Mietrendite von 2-3%, sondern weil Sie sagen, 2-3% sind besser als -0,5% und das Geld bekomme ich für 0,5% geliehen. Also kaufe ich gleich mir Geld für 0,5% und kaufe mir was mit 2-3%. So what? Und für die 30% der Bevölkerung, die keinen direkten hohen Zugang zu Kredit hat, also diese Mittelschicht, um das Spiel selber zu spielen, ist das ein gigantischer Vermögenstransfer. Und darum, das Paradoxe, was ich überhaupt nicht verstehe, was noch gar keiner anscheinend sich klar macht, der Teil der deutschen Bevölkerung, der am meisten spart und am härtesten arbeitet, der eigentlich verantwortlich ist für das Bruttosozialprodukt, das wir erwirtschaften, der Teil, das sind die Verlierer in ihrer großen Mehrheit. Das heißt, die Mittelschicht also steigt ab im Prinzip. Weil der Vermögenstransfer, die ganz Armen sind nicht die Verlierer und die ganz Reichen sind die Gewinner und die dazwischen sind die Verlierer. Und das kann natürlich auch politisch gefährlich werden, weil es ist immer sozusagen die Mittelschicht oder die untere Mittelschicht, wenn die abstiegsgefährdet ist. Es ist in diesem Fall aber nicht mal die untere Mittelschicht, es ist die wirkliche Mittelschicht. Ja. Die Einkommensgruppen, die auch am stärksten besteuert werden, die auch den maximalen Sozialhilfebeitrag leisten, die sind diejenigen, die es am schwersten haben und sie können diesem System auch nicht ausweichen. Die anderen sagen, ich gehe mit meiner Firma irgendwo hin oder ich ziehe um, das können sie nicht. Also, aber gut, wir wollten ja nicht die sozialpolitische Komponente beleuchten, nur jedem Sparer, jedem muss klar sein, dass wir in einem hochgradig manipulativen System leben, nicht in einem System von Marktwirtschaft, nicht in einem System eines fairen Wettbewerbs von Ideen, zumindest nicht an den Kapitalmärkten, sondern geprägt von einer Idee mit einem Marktteilnehmer mit unbegrenzter Feuerkraft, nämlich der Zentralbank, die dieses Spiel noch 100 Jahre lang treiben kann, weil sie ja das Geld selber druckt. Und jedem muss klar sein, dass er deshalb seine eigene Spar- und Anlageentscheidung auf diese Erkenntnis aufbauen muss. Und dass alles andere zurzeit eine sekundäre Frage ist, solange wie dieses System das omnipotente und alles kontrollierende System der Wirtschaftspolitik ist. Und auf absehbare Zeit ist mir jetzt nicht bekannt, dass das ersetzt werden soll oder auch nur inzwischen müssen Sie ja sogar sagen, ersetzt werden kann. Nun sind Sie ja selber im Geldmanagement tätig mit dem Zukunftsfonds. Ich blende hier das mal ein. Zunächst mal sieht man Sie, wie Sie hier, dass Sie Vorsitzender des Anlageausschusses sind. Sie haben diesen Fonds gestartet, ein anspruchsvoller Start mit Kai Diekmann. Es sind bisher noch nicht so wahnsinnig viele Gelder in diesen Fonds geflossen. Knapp 12 Millionen, ja. Ja, das ist natürlich für einen Fonds sehr, sehr wenig, weil eigentlich Sie ja eine klare Haltung zu den Dingen haben. Und letztendlich erkennen, dass viele absteigen in diesem System. Insofern haben Sie mit diesem Versuch bisher noch nicht so wahnsinnig viel Erfolg. Jetzt ist es so, dass Sie mit diesem Fonds ja auch in der Verlustzone eine Zeit lang waren. Jetzt aber in der Corona-Krise sich deutlich besser gehalten haben. Es ging dann auch etwas runter, aber Sie sind dann doch relativ schnell wieder raufgelaufen und haben sich da sehr viel besser geschlagen als viele andere Fonds. Wenn man sich mal anschaut, jetzt den Chart, den ich hier gerade einblende, da sieht man, dass es eben im März auch nach unten ging, aber vergleichsweise moderat. Und sie jetzt eben höher stehen als im Februar, als von Krise ja noch nicht so viel zu sehen war, als der US-Aktienmarkt im Mindesten noch auf Allzeithoch war. Anlagestrategie ist teilweise so, dass man auch auf Gold setzt, 10% haben Sie. Sie haben aber auch relativ viele Anleihen im Depot und Sie haben eine Aktienquote, die Sie ziemlich punktgenau runtergefahren haben. Sie sagen selber, oder auch Herr Schilling, der diesen Fonds dann letztendlich im Tagesgeschäft aktiv managt, den ich mal hier einblende, da ist er neben Ihnen zu sehen.
dass sie keine Crash-Propheten sind, aber jetzt einfach man erkennen muss, was zu tun ist. Was ist sozusagen die Alternative? Was kann man überhaupt tun? Viele Leute interessieren sich ja in Deutschland nicht für Geld. Die Deutschen haben einen etwas problematischen Zugang zu Risikoassets insgesamt. Was würden Sie diesen Menschen empfehlen? Natürlich außer jetzt sozusagen in den Zukunftsfonds zu investieren. Was ich Ihnen natürlich nur empfehlen kann. Nein, wir haben diesen Zukunftsfonds ja damals gegründet. Jetzt muss man sagen, unser Timing hätte ja gar nicht schlechter sein können. Der Start war auf dem High des DAX-Marktes im Jahr Herbst 2017 bei stolzen 13.400 Punkten. Wir sind jetzt im Moment bei 11.600, glaube ich, und das nach der Rallye der letzten zwei Wochen. Also wir haben an einem denkbar schlechten Zeitpunkt gestartet. Darum sind wir eigentlich umso stolzer darauf, was wir für eine Performance hatten. Er war zwischendurch in dem schweren Börsenjahr 1918 auch im Minus. Aber wir haben ja halt gestartet mit drei Philosophien. Die erste ist, wir bezahlen keine Vertriebsprovision. Wir bezahlen keine Ausgabeaufschläge und wir halten die gesamten Vertriebskosten faktisch bei Null. Das heißt, niemand verkauft es. Niemand. Aber wirklich gar niemand. Das heißt, wenn Sie also beraten werden von Ihrer Bank, die behauptet, dass sie sie berät, dann ist sie ja Wirklichkeit am Verkaufen und das Produkt, das sie kaufen, da kriegt die Bank Geld für vom Produzenten. Das ist natürlich eigentlich keine sehr saubere Vorgehensweise. Wir halten das aus vielerlei Hinsicht für falsch. Ich halte es ordnungspolitisch für falsch. Ich halte es regulatorisch übrigens für falsch. Ich halte es sogar für einen Skandal, um es ehrlich zu sagen. Und das ist entscheidend, aber für uns ist, dass wir sagen, so kann man kein Geld mehr verdienen, wenn die Zinsen bei 0% sind. Die Vertriebskosten sind zu hoch. Darum fließt das Geld in die ETFs, also die standardisierten Sachen, die mit minimalsten Kosten arbeiten. Warum würden Sie dann sagen, macht es Sinn für einen Investor in den Zukunftsfonds oder für einen Anleger ja, weil, in den Zukunftsfonds zu investieren statt den ETFs? Wenn sich Banken darüber machen wollen, welche ETFs sie kaufen. Wissen Sie, Aktien-ETFs sind ja noch relativ einfach und straightforward. Die hängen an einem Index. Das kann gut oder schlecht sein. Kaufen Sie einen MSCI World Index ETF, haben Sie sicher nichts falsch gemacht, haben einfach den ganzen Weltaktienmarkt. Aber Sie haben auch nichts richtig gemacht. So, jetzt können Sie sagen, das mache ich so. Aber es geht doch darum, wenn Sie Ihr Geld aber lieber verwalten lassen wollen und trotzdem niedrige Kosten haben wollen, nämlich kaum mehr als, also kaum mehr ETFs liegen zwischen 0,2 und 0,5, wenn sie etwas komplexer sind, bis 0,1, wenn sie ganz einfach sind. Wir sind bei knapp unter 1% in Total Costs, aber dafür machen wir eine aktive Vermögensverwaltung. So, und für denjenigen, der sein Geld aktiv verwaltet haben will, der sagen will, ich möchte, dass jemand anders nachts nicht schlafen kann, ob er morgen die Dose nur einschätzt oder nicht, dem bezahle ich dafür dieses Geld, aber eben nicht mehr. Weil wenn Sie mehr bezahlen, können Sie überhaupt gar kein Geld mehr verdienen. Meine Prognose ist, der durchschnittliche deutsche Fondsanbieter verkauft dem Geldanleger ein Produkt, das mathematisch einen negativen Erwartungswert in der Rendite hat, weil die Vertriebs- und Kosten höher sind als in einem 0% Zinsumwelt der Erwartungsertrag. Und darum sind sie gezwungen, höhere Risiken zu nehmen. Und darum haben sie auch die grottenschlechte Performance dieser Fonds in den letzten drei Monaten gesehen. So, das ist nämlich unser Risikomanagement-Ansatz. Unser Risikomanagement-Ansatz ist, das beste Risikomanagement, lieber Geldanleger, ist, dass wir das für wenig Kosten machen. Denn das Geld, was du da sparst, das ist das Risikokapital, das wir einsetzen. Und der zweite Ansatz von uns ist, dass wir eine sehr radikal andere Meinung haben oder um es ganz salopp zu formulieren, das habe ich ja auch in dem Buch geschrieben, ich behaupte ja, dass die Finanzkrise 2009 die erste Krise von Algorithmen und Data Mining war, nämlich in der Finanzwelt, und dass die den zugrunde liegenden Risikomanagementmodelle allesamt aus dem letzten Jahrhundert sind und die Algorithmen, die darauf basieren, nicht funktionieren. Um es mal paradoxerweise so zu formulieren, zu keiner Zeit haben Banken und Finanzleute mehr Geld für Risikomanagement ausgegeben, um weniger dabei zu erhalten, denn das eigentliche Risikomanagement ist ja, wie wir gesehen haben, die Zentralbank. Also halten wir diese Algorithmen, es gibt ja unterschiedliche, aber wir halten den Standardalgorithmen, der insbesondere Value at Risk genannt wird, den auch einige Robo-Advisor benutzen, und gucken Sie sich die Performance der Robo-Advisor an, die ihre Steuerung auf Value at Risk machen. Die ist so desaströs, dass sie nicht mal mehr sich trauen, das überhaupt noch anzugucken. Weil Value so schlecht abgeschnitten hat im Vergleich zu Growth, was in den letzten zwei, drei Tagen anders ist übrigens. Nein, Value at Risk, das ist nicht Value at Risk. Okay, sorry, ja.
Value at Risk ist ein Risikosteuerungssystem, das dazu führt, dass sie, das basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch Nobelpreisträger, aber das basiert auf Daten aus dem 20. Jahrhundert. Und nur weil der Computer modern ist, ist der Algorithmus nicht modern. Und das Ergebnis dieses Ansatzes unserer Meinung nach ist, und das können Sie bei denen übrigens nachverfolgen, dass die die brillante Fähigkeit haben, dann zu kaufen, wenn die Aktien oben sind, und dann alles wieder zu verkaufen, wenn sie unten sind. Und darum haben sie auch die Performance, die sie haben, die sind nämlich schlecht. So, und darum haben wir einen völlig anderen Risikomanagement-Ansatz. Wir können von dem nicht garantieren, dass der immer recht hat. Aber er hat zumindest die letzten zweieinhalb Jahre bewiesen, dass wir unsere Performance auch noch mit der geringsten Volatilität verglichen mit anderen Fonds erzielt haben. Also wir haben eine geringere Schwankung in unserem Fonds, im Preis unseres Fonds, und wir haben jetzt im Moment sogar auch noch eine deutlich bessere Rendite, denn unsere Rendite im Corona-Jahr liegt bei fast 5% und gegenüber in den letzten 12 Monaten bei über 7%. Und finde ich, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Jetzt würde man sagen, past performance is no guarantee for future success. Aber wir glauben, dass wir mit unserem Ansatz, auch mit unserem Anlageansatz, ein ehrliches Produkt haben, weil unsere Kosten niedrig sind und weil wir damit auch eine bessere Chance haben, nicht weil wir klüger sind, sondern wir haben eine bessere Chance, Rendite für unsere Kunden zu erzielen, wenn wir ihnen weniger abknöpfen dafür, dass wir das tun. Ist doch logisch. Das gesparte Geld ist doch schon die erste Rendite. Und die anderen, die höhere Kosten haben, müssen das ja erst verdienen. Und da müssen die ja viel schlauer sein als ich. Und ich bin da lieber nicht so schlau, sondern ich mache das von Anfang an so, dass mein mathematischer Erwartungswert optimal ist. Und das geht nur noch bei fallenden Kosten. Und das ist ein Vertriebsproblem, hat aber natürlich zur Folge, wie Sie ja eingangs so nett festgestellt haben, dass sich, sagen wir mal, man bisher nicht bei uns die Tür eingerannt hat, da ja niemand unser Produkt verkauft. Also wenn Sie dem Zukunft verkaufen wollen, wenn Sie das wollen, gehen Sie davon aus, dass die Bank Ihnen nicht mal dazu raten wird. Sie müssen sich durchsetzen, damit Sie den kaufen. Aber die Bank muss ihn kaufen, denn die Bank hat kein Recht, Ihnen Provisionen abzunehmen und Ausgabeaufschläge reinzudrücken, die Sie nicht wollen und die in diesem Fall der Produzent auch nicht will. So, und das ist unsere Philosophie. Sie haben vorhin ja gesagt, es gibt keine freien Märkte mehr. Im Grunde gibt es auch gar keine Assetklassen mehr. Hatten Sie ja, das ist ja so eine gesagt? These von uns. Also das ist jetzt so eine gewagte These, insbesondere von mir. Nicht, dass hier der Eindruck entsteht, auf der basiert unser Risikomanagement. Aber es ist sozusagen die nächste Ableitung unserer Grundphilosophie. Sehen Sie, Geld hat ja zwei Funktionen. Es ist einmal Zahlungsmittel, damit gehen Sie in die Stadt und kaufen sich was zu essen. Und das zweite ist Wertaufbewahrungsmittel. So, und als Wertaufbewahrungsmittel hat Geld dann ein Problem, wenn die Zinsen 0% sind, weil dann ist Geld als Wertaufbewahrungsmittel eigentlich völlig uninteressant. Jetzt haben Sie ja sogar in Europa die Situation, dass Sie Negativzinsen haben. Das heißt, ab einer gewissen Geldmenge, die Sie bar halten, verlieren Sie Geld. Das heißt, Sie werden auf Bargeld besteuert. Ich nenne das besteuern, weil ich bin der Auffassung, dass Zentralbanken nicht das Recht haben, in mein Vermögen einzugreifen. Negativzinsen sind ein Eingriff ins Vermögen, aber lassen wir das mal. No taxation without representation, aber egal. Sie machen das. Das heißt, es ist faktisch für mich, auch wenn es die Juristen vielleicht anders sehen, faktisch ist es für mich auf jeden Fall eine Besteuerung. Ergo muss ich aus dieser erste Klasse Geld raus und suche mir die nächste mit der nächsten Risikoverwandtschaft. Also was ist dem Risiko verwandt? Das wären erstmal Staatsanleihen. Schauen Sie sich den Markt an, Überraschung, Überraschung, auch alles negativ. Inzwischen kann sich ja die Bundesrepublik Deutschland Geld leihen zu minus 0,5% für 10 Jahre. Das heißt, die verdienen 5% in 10 Jahren daran. Also die nehmen mir 5% von meinem Geld ab, damit ich es ihnen leihe. So, das ist doch nichts anderes als Nötigung. Also das Produkt will ich auch nicht kaufen. So, und dann gehen Sie die nächste Risikostufe. Dann kommen Sie zu Unternehmensanleihen, sagen wir mal. Und da haben Sie inzwischen dank massiver, erfolgreicher Intervention der Zentralbank, können Sie, weiß ich, der Siemens für 0,5% oder wem auch immer, ist eine tolle Firma, aber Risiko? Wo bleibt denn da mein Risiko, wenn da mal irgendwas schief geht? Sie bekommen kein Ihrem Risiko angemessenen Preis mehr. Und dann gehen Sie in die nächste Kategorie. Und das ist dann High Yield. Und da gehen Sie richtig viel Risiko ein. Da finanzieren Sie die Ölbohrung im Shell-Markt in Amerika und so weiter. Also die Fracking-Industrie, die macht unheimlich viel mit diesen Junk-Bonds. Und da ist die Zentralbank jetzt auch drin. So, da können Sie auch gleich Aktien kaufen. So, das heißt also für mich führt das dazu, dass faktisch jede dieser Asset-Kategorien
sich anfängt, wie eine Währung zu verhalten. Denn ich kaufe die nicht mehr, weil ich sage, ich bekomme eine Dividendenrendite oder ich habe ein Kursgewinnverhältnis oder ich habe einen Coupon, der es für mich unter Risikogesichtspunkten interessant macht, diese Anlageklasse zu halten, sondern ich kaufe sie nur noch deshalb, weil sie ihr Geld von diesem negativ, also von dem besteuerten Bargeld irgendwie wegretten müssen und rollen dabei von einer Währungskategorie in die nächste. Und das ist meine These, weshalb ich glaube, dass sie heute, wenn sie sich die Preisentwicklung von Assetklassen angucken, verhalten die sich, wie sich früher Währung verhalten haben. Und mein letzter Punkt dazu, das ist deshalb wichtig, weil das für das Risiko wichtig ist, das muss jeder Anleger verstehen. Der Devisenmarkt, der einer der wichtigsten und bedeutendsten Märkte in der Menschheitsgeschichte war, der Devisenmarkt hat einen ganz interessanten Aspekt, der ihn historisch vom Aktienmarkt unterschieden hat. Der Devisenmarkt wird hauptsächlich, die Preisschwankungen des Devisenmarktes sind hauptsächlich das Ergebnis endogenen Risikos. Das heißt, die sind hauptsächlich das Ergebnis von Positionen, die wir haben, also von dem Verhalten der Anleger selber und nicht von exogenen Ereignissen. Der Aktienmarkt hingegen war ein Markt, der historisch hauptsächlich exogenes Risiko hatte, also Rezession, schlechte Firmenergebnisse. Dafür, weil er exogenes Risiko genommen hat, nämlich Unternehmensrisiko transferiert hat, hat er aber auch eine hohe Realrenditeerwartung gehabt. Und jetzt argumentiere ich, aufgrund der Verzerrung der Märkte ist diese Realerwartung des Aktienmarktes nicht mehr da. Das exogene Risiko wird aus dem Aktienmarkt rausgenommen. Damit wird es aber durch endogenes Risiko ersetzt, also nichts anderes als wie bei den Devisen. Und damit verhalten sich jetzt vom Risiko her faktisch alle Anlageklassen so wie eine Währung. Und die Benchmark-Währung für alles ist der Dollar. Und von dem wird alles abgepreist. Und das sehen Sie auch, wenn die Fed sagt, ich interveniere, dann läuft das einmal durch diese ganze Asset-Klassenkette durch, weil alles gegenüber dem Dollar neu relativ gepreist wird. Das ist meine These. Und wie gesagt, unsere zentrale Arbeit, die wir machen bei der Risikobetrachtung, basiert auf dieser Tatsache, dass wir sagen, manchmal im Leben gibt es Paradigmenwechsel. Wissen Sie, ob bei einer Bundestagswahl oder bei einer Unternehmensstrategie, es gibt ja immer in der Regel zwei ganz simple Formulierungen. Weiter so wie bisher oder alles muss neu werden? Das sind ja die beiden zentrale Fragen, die Sie haben. Und weiter bisher machen Sie, wenn Sie an das glauben, was ich Mean Reversing nenne. Das heißt, alles kommt irgendwann wieder auf denselben Mittelwert zurück. Und alles muss neu werden, machen Sie, wenn Sie sagen, nee, die Zeiten haben sich geändert, wir brauchen jetzt eine neue Politik. So, und ich sage Ihnen, aufgrund der Rettungsaktionen der letzten 15 Jahre sind wir an den Kapitalmärkten in einer radikalen, alles ist anders Welt, weil die Regeln, die über 50, 60 Jahre gegolten haben, mal mehr, mal weniger, mal mit mehr Manipulation, mal mit weniger, sind obsolet, denn wir haben keinen Markt mehr. Und darum müssen wir uns davon lösen, die Devisen, Aktien, Anleihen, Gold noch mit der Brille zu betrachten, mit der man sie vor 20, 30 Jahren betrachtet. Und alle Daten, die Sie aus der Zeit nehmen, als Basis für die Beurteilung von Preisentwicklung, können Sie meiner Meinung nach in die Tonne schmeißen. Also es ist praktisch ein Paradigmen-Shift, wie Ray Dalio auch gesagt hat. Es ist ein Paradigmen. Ich bin in diesem Punkt auch ein Ray Dalio-Fan. Er ist ja sehr radikal, aber ich stimme Ihnen in vielen Punkten zu, ja. Gut, Herr Fischer. Wir werden sehen, was aus diesen so unglaublich freien Märkten noch passieren wird. Im Grunde ist es die totale Dominanz der Notenbanken. Unser ganzes System ist ohne den Eingriff der Notenbanken nicht mehr denkbar. Gleichwohl muss ich als Anleger, der eben auf Bargeld sitzt möglicherweise, irgendwas tun. Eine Option ist der Zukunftsfonds, eine andere ist... Wir halten sie für eine gute, aber das soll jeder selber entscheiden. Genau. Zumindest haben Sie gezeigt, dass Sie jetzt in der schwierigen Situation gut performen. Tun Sie was mit Ihrem Geld. Mein Petitum an diejenigen, die keinen Zugriff zu Kredit haben, also die nicht jetzt in großem Stil sich für 0,4% Geld leihen und damit irgendwo was kaufen können, was alle sozusagen Reichen machen, das, was Sie sich wirklich hart erspart haben, vergessen Sie nicht, dass das jeden Tag in immer größeren Mengen ins System gepumpt wird. Das muss nicht dazu heißen, dass ihre Konsumentenpreisinflation hochgeht. Darüber herrscht ein noch hoher Dissens unter den Ökonomen. Ich habe eine Meinung, aber die kann total falsch sein. Darum, das ist wirklich, das weiß keiner. Aber eines sollten Sie wissen.
Wenn das Statistische Bundesamt Ihnen sagt, wo die Inflationsrate ist, dann berechnet das Statistische Bundesamt das auf einem Warenkorb, der einem Menschenbild eigentlich der Vergangenheit entsprach, wo wir alle irgendwie ähnlich gelebt haben, also die Durchschnittsfamilie der 70er oder 60er Jahre. Wenn Sie nicht sich nur die Frage stellen, dass es für Sie wichtig ist, ob der Kühlschrank teurer wird, der kann vielleicht sogar preiswerter werden, haben Sie doch sicherlich eines jetzt schon erlebt. Die Wohnung, in die Sie den Kühlschrank stellen wollten, die ist in den letzten Jahren allerdings nicht mit einer Inflationsrate von 1,5% gestiegen. So, von daher, das ist einfach nur eine Zahl für industriell hergestellte Güter. Und die sind wegen Globalisierung und Digitalisierung nicht im Preis gestiegen. Aber wenn Sie Ihre Kinder eine gute Ausbildung geben wollten und die vielleicht zum Studieren an eine gute Uni schicken wollten, gucken Sie sich mal die Ausbildungskosten an, was die gemacht haben. Die Gesundheitskosten und Wohnen, all das. Das, was viele Menschen halt in ihrem Warenkorb höher gewichten, als es das Bundesamt für Statistik. Dann haben Sie eine völlig andere Inflationsrate. Also passen Sie darauf auf, dass Sie nicht der Inflationsrate glauben, die Ihnen die Zentralbank verkauft. Sie müssen sich Ihre eigene Inflationsrate ausrechnen. Entschuldigung, so hart das klingen mag, in einer Welt, in der es den Durchschnittsbürger und der Standardfamilie und den Otto-Normalverbraucher gar nicht mehr gibt, sind wir ja auch stolz drauf. Wir leben in einer viel facettenreicheren Gesellschaft. Können Sie nicht diese Zahl mehr nehmen. Und das Zweite noch ist, Asset Inflation ist auch Inflation. Also wenn die Vermögenspreise alle steigen, also das sind ja auch Immobilien, das sind, wenn Sie für diejenigen, die das mögen, auch Kunst und alles, also alles, alte Autos, keine Ahnung, was alles, alles das steigt um mehr als die Inflationsrate, das nennt man Asset Inflation. Wenn man übrigens historisch ein Buch liest über Inflation, dann wird immer gerne die berühmte Inflation durch eine massive Geldmengenausweitung in Spanien nach der Entdeckung der amerikanischen Kolonien genommen, weil die haben ja das ganze Gold gefunden und dann nach Spanien gebracht. Das war wie eine Geldmengenausweitung. Und was nimmt man immer, um diese Inflationsrate zu berechnen? Die Häuserpreise in Sevilla. Also wenn Sie stark steigende Häuserpreise haben, haben Sie Inflation. Und wer Ihnen was anderes erzählt, erzählt Ihnen aus meiner Sicht eine ganze Menge kolossalen Unsinn. Und darum müssen Sie auf Ihr Geld aufpassen, denn wie ich immer so schön sagte, passen Sie auf Ihr Geld auf, denn alle wollen Ihr Bestes, Ihr Geld. Und deswegen ist ja das, was uns die Notenbanken immer erzählt haben, müssen die Inflation nach oben bringen, womit man ja die Verbraucherpreise meint. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, weil die Inflation ja letztendlich zwar nicht qua Definition, aber in Realität eben die Vermögenspreise ja beinhalten müsste. Nicht? Zumindest muss man sich darüber klar sein, eine absolute richtige Definition von Inflation gibt es nicht. Und für Sie, und das ist für jeden einzelnen Zuschauer ganz wichtig, in einer Gesellschaft, die so hochgradig unterschiedlich ist, ist Ihre eigene Inflationserwartung, also dessen, was Sie an Inflation haben und bekommen, sehr davon abhängig, wie Sie leben. Wenn Sie beabsichtigen, weil Sie drei Kinder haben, die zum Studium nach Amerika zu schicken, dann machen Sie sich mal auf eine ganze Menge Inflation gefasst der letzten 20 Jahre. Die Inflation für Studienbildung in Amerika lag zwischen 5% und 7% über 20 Jahre, jedes Jahr. Die Inflationsrate im medizinischen Sektor, über den wir heute alle reden, liegt zwischen 3% und 5%, ist das Problem vieler Krankenkassen. Die Inflationsrate für eine Wohnung in München brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, die kennt jeder und das ist inzwischen in viele andere Städte rübergeschwappt. Also machen Sie sich Gedanken darüber, was Ihr persönlicher Warenkorb ist, denn wenn es so ist, dass Sie nicht alle 6 Monate einen neuen CD-Spieler kaufen oder einen neuen Fernseher, dann kann es sein, dass Sie eine ganz andere Inflation haben, als die vom Amt ausgerechnet. Das ist ein gutes Schlusswort, Herr Fischer. Ich bedanke mich herzlich. Es war eine sehr dichte Erzählung. Findet man selten in diesem Bereich. Und auch Klartext, einfach mal die Dinge wirklich beim Namen zu nennen, das ist normalerweise selten von den Notenbanken sowieso. Da wird uns ja ein potemkinsches Dorf vorgespielt, dass, wenn man da gegen die Fassade uriniert, sofort umkippen würde. Aber es ist eben sehr viel Macht dahinter und alle müssen mitspielen, Anlagenotstand, alle müssen irgendwie der Herde hinterherlaufen, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben. Letztendlich ist es aber wichtig, glaube ich, die richtigen Schlüsse aus dem zu ziehen, was gewesen ist, was derzeit der Fall ist, historisch zu argumentieren, wo kommen wir her, wo stehen wir jetzt und wo gehen wir deswegen hin. Und ich glaube, dass dieses Gespräch ein Stück weit geholfen hat, vielleicht einzuordnen, wo wir hingehen werden und was das für Sie praktisch bedeutet, für
Finanzen, für die Lebensentwürfe, für Geschäftsmodelle etc. Ganz herzlichen Dank, Herr Fischer. Großartig. Danke. Bedanke mich. Wiederhören. Danke, wiederhören. Ciao.